Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Final Fantasy 9. Wir sind immer noch im Schloss Alexandria auf dem, sagen wir mal, auf dem besten Wege zur Flucht. Noch nicht ganz geflohen, aber das wird schon noch. Ah, hier sind sie also damals gelandet. Okay. Verdammt, eine Falle. Oh Gott, dammit. Und schon wieder in die Falle getappt, sag ich. In diesem Anblick kann ich mich gar nicht satt sehen, sag ich. Zwei Niederträchtigen. Sprich dich ruhig aus, sag ich. Ihr kommt hier nie mehr raus, sag ich. Zweimal denselben Trick probieren, denkt ihr Clowns, damit kommt ihr durch, oder was? Komm, entschuldige, schneller ging's nicht. Blank! Ja, hat funktioniert. Silbernadel for the win. Blank, hierher. Nicht so schnell. Mein Körper gehorcht mir noch nicht so recht. Aber wenn wir nicht hinmachen, geht es Komi und Suna in den Kragen und so. Wer ist bitte Suna? Die neue von Komi oder was? Hoppla, das weißt du ja noch gar nicht, was? Wovon redest du überhaupt? Ich komme nicht ganz mit. Blank, schneller und so. Ja, ja, du mich auch. Na gut, dürfte nicht ganz angenehm sein, wenn man mehrere Tage komplett versteinert ist. Wie auch immer, ich hörte, dass du in der Klemme sitzt und bin so schnell wie möglich aus dem verwunschenen Wald hierher geflitzt. Blank, auf dich kann man sich halt verlassen, alter Kumpel. Komm in die Gargantula-Bahn, ist gleich um die Ecke und so. Blank, Markus, ich weiß gar nicht, wie ich euch... Prinzessin, du kannst es nachher noch ausgiebig danken, aber jetzt flieh erstmal und zwar schnell. Eure Verfolger kommen bestimmt jede Sekunde. Mist. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, Blank. Auf geht's. Okay. Seid ihr von hier gekommen, Suna? Hm? Was hast du, Suna? So eine schlimme Erfahrung. War sicherlich hart. Da kommt was. Ist das die Gargantula? Wir sollen da einsteigen? Los, einsteigen. Wir haben keine andere Wahl. Suna. Aber was? Was soll ich denn noch machen? Darüber kannst du dir nachher den Kopf zerbrechen. Du fragst dich wohl, warum sie zurückgeblieben sind. Weil sie es so wollten, alle miteinander. Außerdem muss nun mal jemand die Reckendeckung übernehmen. Deckt uns den Rücken. Beatrix, Freya, Markus, Blank und sogar Steiner. Sie alle kämpfen, damit wir hier weg können. Also was ist es wohl, was du jetzt in diesem Moment machen sollst? Ja, reden schwingen, das könnte ich auch. Na, siehst du. Okay, normalerweise sind die Gargantulas, denke ich mal, nicht so zutraulich. Schon sehr seltsam, aber gut. Sag mal, wohin wollen wir eigentlich? Erstmal sollten wir nach Treno gehen. Dort müssen wir uns dann aber wirklich überlegen, wie es weitergehen soll. Was ist das? Ah, dieses Monster. Ist das ein natürlicher Feind der Gargantula? Passt auf, das sieht gefährlicher aus als das letzte Mal. Ein wenig. Aber dieses Monster hat einen Ausrüstungsgegenstand, den ich unbedingt haben will. Das heißt natürlich wieder, ich darf klauen und das dauert und ist nervig. Aber er hat trotz allem einen Gegenstand, den ich haben will. Gut, dass ich Hass habe. Alaman-Weste geklaut. Schön, nicht das, was ich will, aber schön. Das sind mal interessante, ja, komische Stecknadeln, aber hey. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, an seinem Kopf. Hörner, Stacheln. Irgendwie so. Gegenangriff.
Verhärtet. Gegenangriff verhärtet heißt eigentlich nur, ein physischer Angriff würde ihn jetzt, ich sag mal, aufklappen lassen. Und zwar mit ein bisschen mehr Gewalt. Also greift dann einfach nicht mehr an. Da er aber in dem Moment da nichts mehr macht erstmal, ist es ganz praktisch, dass er jetzt gerade, wie gesagt, nichts macht, dass ich jetzt nichts mehr machen musste. Vivi sollte weiter sammeln. Das hat so seinen Sinn und Zweck, das werdet ihr auch sehen. Hoffe ich doch mal zumindest. Jetzt will ich nur noch diesen einen Gegenstand haben, auf den ich hier die ganze Zeit anspiele. Mit dem, ja, will ich haben, will ich haben, will ich haben, will ich haben. Aber es ist das Typische. Zwei Gegenstände ohne Probleme bekommen, jetzt stehen wir wieder hier blöd rum und warten. Eine richtig kraftvolle Technik kommt dann von Vivi, wahrscheinlich auch der Finisher. Fast ein Part wieder. Reines Geklaue. Reines Geklaue. Ich weiß, ist prinzipiell wirklich uninteressant und das tut mir auch immer leid, aber das muss sein. Es gibt so Gegner, da habe ich ja gesagt, ist mir völlig egal, da kann ich sagen, ja, der kann nicht sterben, weil der hat nichts. Das ist ein Gegner, wo ich sage, der hat was und das will ich haben. Was es dann halt wieder ein bisschen ärgerlicher macht. Bisher war das Schlimmste, was mir passiert ist, und ich meine nicht in dem LP, sondern allgemein, in meinem ganzen Leben, was Final Fantasy 9 anging, ein bestimmter Boss, bei dem ich dann eine halbe Stunde lang versucht habe, was zu klauen. Es ging nicht. Es ging einfach nicht. Das ist schon ziemlich beeindruckend, dass es überhaupt nicht ging. Aber wenn es so weitergeht, werde ich einfach mal einen Cut machen, weil das ist... Naja. Es ist uninteressant. Weil er nichts macht, weil ich den Boss so kontrollieren kann, dass er gar nichts macht, wie ihr seht. Und das ist dann im Großen und Ganzen ziemlich uninteressant anzusehen, meiner Meinung nach. Also mache ich einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich endlich den Gegenstand gestohlen habe. Willkommen zurück hier bei Final Fantasy 9. Wir haben einen Urgastock geklaut. Ja, der Urgastock, das ist es, was ich eigentlich wollte. Lustige Geschichte. Der Boss war schon einmal tot und meine Kopfhörer sind viel zu laut. Hey. Aber ja, das ist so gesehen Runde 2 gewesen. Und ich habe schon gedacht, ja, funktioniert hier auch wieder nicht. Aber nein, nein, wir haben einen Ogerstock geklaut. Der Ogerstock ist das, was ich eigentlich haben wollte. Leider hat Suna beim letzten Mal ihn dann doch eiskalt abgemurkst. Ja, da seht ihr mal, wie... Ja, nicht uninteressant, aber wie relativ schwach dieser Gegner ist. Puh, geschafft. Oh, wir bewegen uns wieder. Aber irgendwie viel langsamer als vorher. Hey, lauf mal gefällig schneller. Nun sei doch nicht so grob zu dem armen Tierchen. Schließlich transportiert es uns doch brav. Und das trotz des Schrecks von vorhin. Moment mal. Was denn, jetzt werden wir wieder schneller? Also, ein bisschen gut zureden bewirkt eben Wunder. Nicht ganz. Komm, ich sehe doch. Der gibt wohl nicht so schnell auf. Verdammt, das Viech jagt uns. Das sieht gar nicht gut aus. Bei diesem Tempo rasen wir noch an Trainer vorbei. Ja, das kann gut sein dann. Könnten ja rausspringen. Juppzirpen. Warum rennen da Juppzirpen rum? Unterhalten sich. Haben eine Dinnerparty oder was auch immer. Also scheinbar sind Juppzirpen nicht unbedingt dumm. Wenn sie sich schon unterhalten können. Tja, das war dann Treno. Ich glaube, wir sind gerade vorbeigerast. So ein Mist. Bei dem Affenzahn aussteigen wäre glatter Selbstmord. Kami, sieh nur vorne. Was? Hä? Ein Weg? Oh nein. Wir stürzen ab. Festhalten.
Ist das der Ausgang? Oh Gott, das ist so hell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die arme Gargantua dann. Gargantula, ja. Oder ist das dann doch Gargantua? Ich weiß es nicht. Mutter. Königin Brain. Aus dem Weg, Unwürdige, sag ich. Durchlassen, sag ich. Ich habe Befehl von Königin Brain erhalten, euch zwar nicht durchzulassen. Was ist euer Anliegen? Ich überbringe es. Sprecht. Die erwarteten Gäste sind eingetroffen, sag ich. Sollen wir sie durchlassen, frag ich. Ich werde mich bei ihrer Majestät erkundigen. Rührt euch nicht von der Stelle. Eure Exzellenz. Jawohl. Genau. Fuchtel, fuchtel, bla bla. Gewährt ihnen Eintritt, aber ihr braucht nicht wiederzukommen. Was soll das heißen, frag ich. Ihre Majestät ist über den Verlust des Staatsschatzes äußerst erzürnt. Sie möchte eure beiden Gesichter nie mehr sehen. Jetzt geht sie holen. Und was jetzt, frag ich. Alleine können wir nicht überleben, sag ich. Auf jeden Fall müssen wir schnell die Gäste hereinlassen, sag ich. Könnten sie sich dann aber auch einstecken lassen. Wenn man eh schon gefeuert wird im Anschluss, das... Pff. Dann kann man noch mal so einen letzten Arschtritt verpassen. Ich meine nur... Ach ja. Was für ein wundervoller Anblick. Ist was. Mach den Weg frei. Ich bin auf das Gesuch von Königin Brain höchstpersönlich hier, also spiel dich nicht so auf. Ich hoffe, ihr schlagt vor ihrer Majestät einen passenderen Ton an. Was soll das heißen? Hast du eigentlich einen Schimmer davon, mit wem du es hier zu tun hast? Ich bin Lani, auch genannt die Venus unter den Jägern. Bis jetzt habe ich noch jedes Opfer erlegt, klar? Eure Exzellenz, Königin Brain, welch Ehre von euch persönlich empfangen zu werden. Und es erfreut mich, euch bei bester La... Nanu, aber was macht ihr denn für ein saures Gesicht? Den Umgang am Hofe musst du wohl erst noch lernen. Wo hast du nur diese Manieren her? Mit Verlaub, Eure Exzellenz, ihr habt mich aber sicherlich nicht gerufen, weil ich für meine guten Manieren bekannt bin, oder? Pah! 2. 2 Dinge sollt ihr für mich erledigen. Den Staatsschatz wieder beschaffen, den Prinzessin Garnett entwendet hat, als sie Reis ausnahm. Und außerdem gibt es unter ihnen einen Schwarzmagier, so wie den da drüben. Er muss beseitigt werden. Schwarzmagier? Was soll das sein? Es sind seelenlose Marionetten. Ich kann nicht zulassen, dass eine Fehlkonstruktion umherwandelt und dann den Feind in die Hände fällt. Ich weiß zwar nicht, was hier bei Hofe vorgefallen ist, aber was soll mit Prinzessin Garnett geschehen, falls sie Widerstand leistet, Eure Exzellenz? Pfah! Nur der Staatsschatz ist wichtig, die freche Göre genießt keinerlei Priorität. Wenn dem so ist, kann ich endlich wieder meinen kleinen Freund hier sprechen lassen. Ich werde euch den Schatz sicherlich eher bringen als dieser Muskelprotz da drüben. Auf ein baldiges Wiedersehen, Hoheit. Man sagt, in der Nähe der Prinzessin halte sich ein affenähnlicher Junge auf. Ach, dieser widerliche Affenjunge. Wenn du den gleich miterledigst, bekommst du eine extra Belohnung. Scheint hier ein Volltreffer zu sein. Dem werde ich mir zuerst vorknüpfen. Deinen Auftrag kannst du als so gut wie erledigt betrachten. Hui. Exzellenz, eure Flotte befindet sich bei den Küstennähe. Die Rote Rose steht zum Auslaufen bereit. Endlich ist es soweit. Wir brechen unverzüglich auf. Rote Rose? Hm. Buhahaha. Erinnert mich so ein bisschen an den, an das Geschrei aus Benjo-Kazooie, Benjo-Tui, wenn die Hexe am Brüllen war. Zinnengebirge. Irgendwann sollte ich Tui machen, damit ich Nuts and Bolts machen könnte. Naja. Mutter. Ja, ich weiß Bescheid. Ist okay.
Was? Vivi, dann leben wir also noch. Wo sind wir hier? Im Zinngebirge in der Nähe von Schloss Lindblum. Zinngebirge? Lindblum? Dann ist die Gargantula wohl über unser Ziel hinausgeschossen. Was ist mit Freya, Steiner und Beatrix? Und mit Kommi? Er ist sich umschauen gegangen. Hey, Suna! Auch schon wach. Bist du in Ordnung? Ja, aber Kommi, was ist mit den anderen? Tja, das wüsste ich auch gern. Wir haben ja schließlich eine ganz schöne Strecke zurückgelegt. Aber Markus und Blank sind ja auch bei Ihnen. Mach dir mal keine Sorgen. Und es geht ja auch bald die Sonne auf. Ich bin mir sicher, dass Ihnen die Flucht längst gelungen ist und Sie in Trino schon nach uns suchen. Vielleicht können wir uns in Lindblum ein Luftschiff besorgen. Von Südentor bis es nach Trino ist es nicht mehr weit. Stimmt. Wow. Ein Feind? Das hängt von dir ab, mein Sohn. Mein Name ist Ramu. Diesen Namen habe ich irgendwo schon mal gehört. In einem alten Schriftstück über die Bestie in unserem Schlossbibliothek ist mir der Name schon einmal begegnet. Ihr seid nicht etwa der Donnergott Ramu? Ist dir bekannt, dass Clara durch deine Bestie völlig ausgelöscht wurde, mein Kind? Die Bestie gehorchen dem Willen ihrer Beschwörer. Die dunkle Habgier des Menschen, der sie beschwor, führte zu dieser Tragödie. Aber... Oh nein, Mutter, was hast du nur getan? Nein, es war mir nicht bekannt, dass so etwas vorgefallen ist. Und ich konnte nichts dagegen unternehmen. Ich bin völlig machtlos. Es ist nicht deine Schuld, Suna. Die anderen waren sich dessen auch bewusst, deswegen sind sie zurückgeblieben. Die anderen... So ist es, nicht du warst der Auslöser für dieses Unglück. Aber lass mich dir noch eine Frage stellen. Was wirst du als nächstes tun? Hätte ich doch nur mehr Kraft, würde ich doch wenigstens wieder die Macht der Beschwörung erlangen. Ich habe eine Bitte an euch, leiht mir eure Kraft. Willst du den gleichen Fehler noch einmal begehen? Ich fürchtete mich vor der Beschwörungsmagie und dem Bestia, aber ich werde nicht mehr wegrennen. Nachdem ich meine alten Herren verloren hatte, ist viel Zeit vergangen, in der ich nur in dieser Welt umherwanderte. Ob du meiner Herrin würdig bist, muss sich noch zeigen. Und dafür musst du dich einer Prüfung unterziehen, sodass ich Gewissheit erlange. 5 meiner selbst werden sich hier in den Gewässern, Felsen und Wäldern verbergen. Sie werden dir die Kapitel der Erzählung eines Helden schildern. Suche die einzelnen Bruchstücke und vervollständige sie zu einer Geschichte. Erzählst du mir eine gefällige Geschichte, so werde ich deiner Bitte vielleicht nachkommen. Vielleicht auch nicht. Verzeih, wo wir doch für so etwas eigentlich gar keine Zeit haben. Ach was, das passt schon. Wir helfen dir, Suna. Kommi, Vivi, ich danke euch. Okay. Klingt wie ein Plan. Würde ich mal sagen. Ja, da unten haben wir gerade schon einen gesehen. Hier ist aber noch einer. Zu einer Zeit, als die 33 Kleinstaaten sich gegen das Kaiserreich auflehnten, lebte Joseph mit seiner Tochter in einer kleinen Stadt. Eines Nachts bat ihn ein flüchtiger Offizier um Hilfe. Joseph willigte ein und sie machten sich mit einem kleinen Trupp auf den Weg und fanden Zuflucht in einer Höhle. Die Erzählung vom Anfang. Noch 4. Der Anfang ist schon mal der Anfang. Ich weiß, klingt dämlich, wenn ich das so sage, aber das ist der springende Punkt. Der Anfang ist eben der Anfang. Wenn man denn so möchte. Rüberspringen. Ja. Ich möchte den Schatz haben. Mit einem Mithril am Reif. Auf ihrem Rückweg wurden sie in einen Hinterhalt gelockt, aufs dem sie nur entkam, weil Joseph sein Leben opferte. Der Offizier verließ später die Stadt, ohne der Tochter Chanel ein Wort zu sagen, die immer noch auf die Rückkehr ihres Vaters wartete. Die Erzählung vom Schweigen. Noch 3. Weiß nicht, aber in so einer Situation schweigen klingt ein bisschen sehr negativ.
Um in das Schloss des Kaisers eindringen zu können, galt es, die Glocke der Amaterasu zu finden. In den Tiefen der Höhen besiegten sie Adam Tamai und ergatterten die legendäre Glocke. Die Erzählung vom Kooperieren. Noch zwei. Ja, hier finden wir ein Organic. Interessant, ne? Dass wir jetzt ein Organic finden noch. Das ist schon echt, mal was anderes. Ich find's nur schade, und das sage ich jetzt direkt frei heraus, wir müssen nie wieder sowas wie hier gerade machen, um eine Bestie zu erlangen. Ist ein bisschen schade, finde ich persönlich, aber kann ich halt leider nicht ändern. Sowas kommt halt nie wieder vor. Obwohl es eigentlich, weiß nicht, es ist eigentlich eine schöne kleine Sache, aber wir dürfen es halt nie wieder machen. Das war doch schön. Mit Aisra. Ich muss mal gucken, ob er schon den Ogerstock benutzen darf oder ob er noch lernen muss. Das ist so die andere Sache. Aber ich sehe gerade, ich habe auch keine Zeit mehr. Ja, es ist schon wieder allein durch den Kampf und dem Gerede und allem. Und ich sitze an diesem Part fast eine Stunde. Nur um euch wirklich mal vor Augen zu führen. Ich sitze hier ungefähr jetzt eine Stunde. Versuche das hier vernünftig aufzunehmen. Und ja, dementsprechend, ich werde jetzt hier, Monty, ich werde jetzt hier speichern, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, auf Wiedersehen und tschüss.